Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch und zwar machen wir heute so einen kleinen Vlog. Ja, wir haben es jetzt, ich weiß gar nicht wie spät, 14:37 Uhr und wir haben übertrieben schönes Wetter. Und deswegen gehen wir jetzt raus mit den Kleinen, die liegen nämlich hier alle noch in ihren ganz süßen Kuschelpullis. Ja. Und ja, wir gehen jetzt raus mit, ich glaube, allen Babys oder auf jeden Fall Lennox und Jaden. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass wir alle mitnehmen, sonst ist es ungerecht. Ja, aber ihr wünscht euch mehr Videos mit Jaden und Lennox, deswegen dachte ich mir, wir nehmen die beiden mit heute. Und ich weiß nicht, ob es zu warm ist. Ich glaube schon, die dritte ist relativ kalt. Das liebe ich an unserem Haus. Bei uns ist es drin immer kalt. Und deswegen glaube ich, müssen wir die gleich wieder ausziehen, hier, die Kuschelpullis. Aber unter, der lässt ja sogar keine Socken an, süß. Aber brauche auch gleich. Und Jaden bekommt gleich auch seine Schuhchen an hier, weil wir gleich ein bisschen mit denen draußen im Garten spielen werden. Dann, ja, brauchen die auf jeden Fall Schuhe. Und dann müssen wir nämlich noch den Kinderwagen bereit machen, dass wir auch ein Baby draußen hinlegen können, einfach so. Ja, und dabei wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Also zusammengefasst, wir werden jetzt auf jeden Fall in den Garten gehen. Und dann werden wir so ein bisschen mit den Kleinen draußen spielen. Ja, meine Geschwister sind gerade nicht da, die sind gerade einkaufen mit meinen Eltern. Aber ja, trotzdem ist es dann schön ruhig, wenigstens im Garten. Ja, dann schauen wir mal, was wir so mit den Kleinen machen. Vielleicht ein bisschen schaukeln und so. Mal gucken, was der Felix alles so gern macht mit seinen Kindern. Ja, das werden wir auf jeden Fall jetzt schauen und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß dabei. So, mein Lieben, wir haben es jetzt im Garten hier bequem gemacht. Ich habe jetzt hier, das ist übrigens, Schatz, winke mal. Ja, also wir haben hier überall Sonne und nur hier haben wir so einen kleinen Schattenbereich. Und ich wollte jetzt nicht extra unseren großen Sonnenschirm hier mitten auf dem Rasen stellen. Deswegen habe ich mich das jetzt hier so ein bisschen mit den Kleinen bequem gemacht im Schatten. Und das ist unser Kinderwagen. Den habe ich ja gerade gesagt, dass wir ihn auch mit rausnehmen. Und hier habe ich jetzt ganz, ganz viele tolle Babykleidung. Ich mache hier mal kurz die Tür zu. So. Und zwar bekommt Jaden gleich diese Schuhe hier an. Das fokussiert gut nicht. Diese Schuhe hier. Mel bekommt eine richtig süße Sommermütze an. Dann bekommt die Mel noch dieses Hütchen an von Jaden. Und Lennox bekommt diese Schuhe hier an. Richtig schön, ich liebe die Schacks. Jaden bekommt diese Hose hier an. Eine richtig schöne kurze Hose. Und Lennox bekommt diese hier an und Mel behält ihre an, weil Mel ist schon sehr, sehr dünn. Dann bekommt Lennox noch seinen Sommerhut. Und auch Jaden bekommt sein Sommerhütchen. Passend zu der Hose. Ich liebe die Hose, die ist richtig süß. Und ja, das werden wir den kleinen Mäusen gleich anziehen, damit sie hier nicht in ihren dicken Pullis schwitzen. So. Erstmal einen dicken Pulli aus. Darunter hat sie einen Kurzarmbody. Und die Decke ist voller Haare und das gefällt mir nicht. So. So, das ist eine Sommermütze, sonst ist es zu heiß, der arme Kopf. Ja, so, die Mel ist fertig. So, und dann drehe ich gleich noch ein Video für euch mit den Kleinen. Und zwar, was das Thema Sonne angeht bei den kleinen süßen Mäusen. Jetzt im Sommer ist es natürlich auch ganz wichtig, dass ihr da draußen auch wisst, wann darf ich mit den Reborn-Babys raus? Dürfen die mit in Urlaub kommen oder so? Das werde ich ganz oft gefragt.
Dann sieht ohne Haare so komisch aus. Felix schwitzt richtig, glaube ich, oder? Was? Schwitzt du? Nee. Wo haben die eigentlich Marvin gelassen? Der ist bei Dani. Ja? Ja, der schläft doch. Was war das denn? Die waren gestern schwimmen. Wegen seinem Gutschein, ja genau. Ah, hier doch. Oh, schon mal die Mütze auf. Schatz, ja. Möchten wir morgen eigentlich mit zum Flohmarkt? Welchen? Was machst du da? Was? Brockmann. Ich soll Spielzeuge raussuchen. Aber schauen wir nochmal nach der Mail. Das liegt sie. Guck mal, hier haben wir schon so ein bisschen Spielzeug. So, dann schauen wir gleich mal, ob wir die Schaukel ranbekommen, damit die Kleinen noch ein bisschen schaukeln können. Vielleicht gleich. So, meine Lieben, ich habe hier ein bisschen umgestellt, weil ich gerade ein Video für euch gedreht habe. Und deswegen liegen wir jetzt hier so am Rand ein bisschen. Die Mel ist immer noch im Kinderwagen. Scheint die Sonne in ihr Gesicht? Nee, oder? Nee. Ist der Kinderwagen aber auch gleich weggeräumt, sonst... Ich hab's in den Bauch bekommen. Oh. Ist der Kinderwagen gleich weggeräumt, sonst verbleicht er nämlich. Ist nicht gut. Mais, willst du den hier mal wieder hinstellen? Nicht das Überfahren. Quatsch. So. Jetzt ist auch wieder aufhören. Soll ich ihr? So. Ich habe die Schaukel gerade reingebaut. Das heißt, die Kleinen können gleich mal schaukeln. Schaut mal da. So, mein Lieben, und wir sind noch ein bisschen im Garten. Die Jungs spielen da unten noch ein bisschen. Ich spiele gleich noch ein bisschen weiter mit denen. Jane hat so einen kleinen Anker da liegen auf dem Bauch. Und der Große hat so einen Bagger. Total süß. So, mein Lieben, wir mussten die Kleine umquartieren, weil die Sonne kommt immer näher. Und die beiden spielen noch. Und ich würde sagen, dass der Lennox noch ein bisschen saugeln kann. Oder, ja. Holst du ihn? Du kannst ihn auf meinen Schoß setzen. Okay, das können wir auch machen. Hier sehen Sie den freilaufenden Homo sapiens. Papi ist hin am Saukeln. Ist es angenehm? Ich wundere mich, dass es hält da oben, meine Konstruktion. Also wenn es gleich runterfällt, dann tut es weh vielleicht. Ha ha ha.